Hallo zusammen, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ja, wir schauen hier mal wieder durch. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen, ein paar Probleme sind entstanden, weil das Server lief ja weiter, obwohl ich nicht da war. Ich hatte mal eine kurze Minecraft-Pause eingelegt. Und da sind jetzt ein paar Fehler aufgetreten, was wir noch fixen werden. Zwar habe ich hier, genau, zweimal Tesseract noch reingehauen, weil die brauchen wir. Zwar brauchen wir hier die Energie-Tesseract. Dieser, da haben wir Electrum Silver Lead. Electrum Silver. Und Lead ist eh unten. Das brauchen wir zweimal die. Zwar haben wir hier folgendes Problem, dass hier uns die ganze Beatcraft-Energie abhanden gekommen ist, weil keine Lava nachgekommen ist, weil die Chunks nicht geladen wurden. Und ja, die Engines schaffen das jetzt nicht mehr, das Ganze gerade zu biegen hier, weil ziemlich viel verloren gegangen ist. Deswegen kommt hier einfach ne Deshalb hin. Wie nennen wir das jetzt? Machen wir einfach ID1 Receive Only. Und wir haben ja hier hinten bei unserer Biogasanlage, machen wir hier auch einfach, ja, wie machen wir das am besten? Einfach hier daneben und sagen ja auch Send only privat 1, ja, und so. Eins. Okay, das geht nicht, da muss man einen Namen eingeben. Scheint mir so. So, jetzt ist die 1 da drin. Jetzt läuft's, okay. Jetzt bekommen wir hier richtig Bums. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was wir gebaut haben. Es gibt, ich glaube, 5 Megajoule, sind 50 Megajoule, was wir jetzt noch zusätzlich an Energie haben. Es sollte hinten wieder was weitergehen. Man sieht ja auch, die Farben kommen nicht nach, weil zu wenig Bitcraft-Energie ist. Gucken wir mal, hier kommt auf alle Fälle sicher was an. Das ist hier eingehakt. Gut, das hätten wir. Das war mal das erste Problem. Können wir mal hier arbeiten. Dann, was ist mir noch aufgefallen? Genau. Wir haben das Problem, dass wir, was war das? Ein großes Problem haben wir noch. Irgendein Vollpfosten. Also ein dummer Herr hat die Frame Query an vergessen, als er den Server verlassen hat. Im letzten Let's Play, da waren die beiden heran, wo ich heute online gekommen bin. Und ihr könnt euch ja schon vorstellen, was da passiert ist. Können es ja mal anschauen. So, wenn wir hier reingehen, hier runter in unser schönes Lager und mal hier reinschauen, haben wir ein bisschen was an Zinn oder hier an Kupfer oder hier an Eisen. Okay, da haben wir nicht so viel. Davon ist voll. Kohle haben wir auch ein wenig. Also, okay, das ist in einigermaßen. Hier Redstone haben wir jede Menge. Ja, also schon ziemlich viel hier. Hier die Junkies sind auch voll. Da dachte ich mir, da werden wir uns jetzt dann einfach noch mal hinsetzen und doch noch eine Blei-Synergistik-Lager bauen. Weil das ist heftig, was wir hier an Items haben. Hier unten ist nichts drin. Jetzt verstehe ich nicht mehr, warum. Es hat wahrscheinlich irgendwas mit der Pipe zu tun. Aber keine Ahnung, wo der das hinschickt, wenn da was zu viel kommt. Na egal. Also Items haben wir jetzt genug. Rohstoffe auf alle Fälle genug.
können wir noch was mitnehmen. Bisschen Eisen noch, 1, 2 Stack. Und ein bisschen Gold, den Rest lasse ich hier. Kann man eigentlich Gold? 0,9%ige Chance. Ah, okay. Bei Gold, da haben wir ein bisschen Mangel. Da haben wir nicht so viel. Was haben wir hier eigentlich? Irgendwie ist der Sound laut. Ja. Und? Die Musik auf, die schaut mal ein bisschen ein. Falls da was kommt, weil ich habe jetzt keine Musik im Hintergrund. Ja, so. Das heißt für uns. Wir hauen das mal hier rein, dann wird das automatisch... Also das Minecart automatisch durchgeschmolzen, wenn ich mich nicht irre hier. Sofern das noch läuft, da schauen wir uns auch gleich mal an. Hier passiert nichts, hier wird das Gold und hier das Eisen, genau, das läuft noch. Gleich zweimal Eisen. Habe ich 2 Stack reingetan? Was wird denn hier Feines produziert? Cabbage? Nee, hier wird Stone gemacht, oder? Nee, Sand wird hier produziert, Sand. Hier werden die Pflanzenbälle produziert, für was auch immer. Wie viel haben wir eigentlich davon? 154k haben wir noch. Das heißt, wir werden hier noch einen Maserata organisieren. Ich glaube, Maserata war das, oder? Sicher bin ich mir nicht, deswegen testen wir das gleich nochmal. Ofen. Extraktor. In oben war es sicher nicht. Ach, Pflanzenbälle wollte ich. Wie heißen denn die jetzt? Pflanzenbälle, Plantball, da steht ja. Jetzt habe ich keinen Überblick mehr. Genau, hier geht's nach unten. Wir müssen hier in Induction Furnace, Kompressor, hier. Genau, damit wir... Ja, Dirt brauchen wir eigentlich eh nicht. Das machen wir anders, anders machen wir das. Wir bauen uns zweimal Ender Chest. Vielleicht haben wir da noch was. Ah, die können wir uns craften lassen, echt. Okay, ist mir neu. So, Word Anchor, brauche ich den drüben? Ne, brauche ich nicht. Zweimal Ender Chest. Was brauche ich noch? Ich brauche mal ME. So, wir brauchen einen Controller. ME, da haben wir es. So. So. Dann haben wir Quarz und Iron. Iron. War an den Ecken. So, 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 so. Und Quarz war der Rest. 139, naja. So, das haben wir. Und mehr brauchen wir davon eh nicht. Ich mach... Ach, kack die Wand an, ey. Ich wollte gerade sagen, ich mache noch einen Controller mehr, falls wir doch mal einen brauchen, aber hat sich erledigt. Dann brauchen wir ein ME. Haben wir da irgendwas? Export-Bus und ich brauche ein Import-Bus und ich brauche davor noch eines. Export nehmen wir mal 2 und Import nehmen wir auch 2 mal mit. Mehr brauchen wir, ich glaube, da noch Kabel werden wir brauchen. Und Storage-Bus werden wir brauchen. Dann gucken wir mal, wir brauchen noch Farben. Und zwar brauchen wir hier, schaut man das da,
was haben wir da noch an Farben? Ach komm. Lapis nehmen wir noch. Dann können wir die zwei Truhen mal Farben geben. Wie machen wir denn da? Haben wir da irgendwie was Besonderes? Nö, eigentlich nicht. Dann machen wir Orange, Orange, Blau, Blau. Genau. Mit dem Schwert kann man die nicht abhauen, leider. Wäre cool, aber da haut man lange dran rum. So, wir gehen hier entlang. Hier runter und schauen mal. Hier vorne kommt ein Terminal. Wir haben ja hier irgendwo Erde. Irgendwo. 2, 3. Dreimal Erde. Falls machen wir das von oben. Schaut denn das aus? Schaut gar nicht so schlecht aus. Ah, so machen wir das. Und das brauchen wir jetzt sonst noch so an Rohstoffen. Davon eigentlich nichts. Erde. Die verknüpfen wir. Hier kommt der Controller irgendwo hin. Boah, der braucht ja Strom. Deswegen bauen wir den Controller am besten. Ja, den können wir einfach hier hinbauen. So, von da hinten bekommt er Strom. Zack. Hier. Schön gemacht. Haben wir zufällig Kabel da? Nee, hier vielleicht was. Ja. Ist gut, dass man immer wieder ein paar Kisten rumstehen hat, wo man Rohstoffe drin hat. So, da wollte ich jetzt nicht entlang. Ich wollte hier die wieder so Slabs machen. Oh. Ich das eigentlich nicht so abbauen? Nee. Kann man das so abbauen. So, und dann so. Zack, zack, hier, hier. Und eins höher. Schon sieht man das da nicht mehr so genau, okay. So wollte ich das haben. Und hier kommt unser Controller hin. Zack. Aufgeladen. Und von unten das ME-Kabel. Ja, ist auch eine blöde Sache, ne? Der Controller gehört hier irgendwo hin. So ist es blöd natürlich, wenn der Controller hier irgendwo steht und wir müssen mit dem Kabel auf die andere Richtung. So, na, kommst du raus? Dann machen wir den Controller hier rein. Und da hinten ein Kabel entlang. Hier ist blöd, dann machen wir das so. Etwas längere. Oh, was haben wir jetzt weggebaut? Ah, eins zu weit. Eins zu weit war das, eins zu weit. Kann man eigentlich hier wieder so dicht machen? So. Hier irgendwas anders rein, damit hier nichts spawnen kann. So. Zack. Wo sind wir da? Da sind wir. Du noch weg. Das ist einer zu viel. Da kommt hier der Controller hin. Zack. Genau, es passt schon besser. Und hier in der Wand, das passt eh so. Kommt gleich das Kabel verlegt. Und hier. Also doof, ne? Oh, runtergefallen. Hier rauf, komm. Ach, Menno, ich das hasse da. Zwar muss das Kabel. Ich hoffe, wir haben so viel. Na komm, komm. Hier nach hinten. Hier dran. Hier vorne kommt natürlich wieder zugemacht. Nachdem wir aber nicht mehr so viel Steine haben, ist das blöd. Ah, wobei, es geht hier aus.
So. Hier kommt dann ein schönes Cover und die Sache hat sich erledigt. Dann werden wir hier nach unten buddeln, irgendwo am besten gleich. Hier. So. So, so, so. Ist natürlich ein bisschen doof, aber das passt schon. Hier kommt eine Ender-Chest hin. Dann kommt hier das Export-Pass. Und wieder ME-Kabel. Und war nach hier oben verbunden. Und darin sagen wir, dass er in die Kiste nur das Beste vom Besten backen soll, und zwar eine Erde. Hier kommt rein Erde und das Stackweise. Dok, 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 mach das gleich mal voll. Sehr gut. Das gefällt mir, das gefällt mir. Hier müsste man noch ein bisschen schöner machen. Du hier entlang. Da komm da. Achso, bin schon drauf auf der Kiste. Du da, da. Ja, kann man so gelten lassen, ne? Ist nicht das Schönste, aber immerhin. Besser ist gar nichts. So. Weil wir haben da hinten eher einen Aufgang, dann machen wir hier auch dicht. Controller arbeitet, 12 Units ergibt 6 EU. Dann was Storage Pass, das passt auch. Puh, was haben wir hier? Haben wir jede Menge Erde noch, ne? Sollte man auch mit ins System reinhauen, vielleicht noch ein bisschen? Können ja hier mal unsere Sachen entleeren. Das brauche ich nicht, das nicht. Kohle ist überflüssig. Ich habe mein Ranch hier reingepackt. Ach du Kacke. Aber dann müsste ich ja wieder hier irgendwo rausbekommen. Hoffe ich halt mal. Sonst ist er weg. Kostet halt ein wenig wieder an Arbeit, den zu craften. Haben die weggeschmissen. Okay, anscheinend kommt er nicht mehr wieder. Er will mich nicht. So. Ah doch, jetzt wird er gleich ankommen. Das dauert ein bisschen. Hier wird schon voll sein, oder? Ah, fast. Haben wir noch Platz. So, da ist mein Schraubenschlüssel wieder. Den wollte ich haben. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Andere Seite, andere Baustelle. Rauf hier. Komm. Oh, schon wieder Nacht. Da gehen wir nochmal schnell pennen. Ab in die Federn. Hier rein. Gut, und dann diese Seite. Hier kommt dann Folgendes. Muss ich mal kurz überlegen. Wir müssen das in unser System reinkriegen. Das heißt, hier kommt eine Kiste. Dann kommt ein Import-Bus. Mal wie. Und hier unten kommt ein Kabel hin und ein Sensor, der falsch steht. So, genau. Da überprüfen wir, wie viel Erde haben wir in unser System. Da gehen wir hin und sagen,
Wenn wir machen wir 1000 daraus, oder? 512 reichen eigentlich. Wenn wir 512 haben, ist es aus und du arbeitest nur, wenn du ein Redstone-Signal bekommst. So. Und dann Stack-Mode. Gut. Dann hätten wir das in der Folge geschafft. Also haben wir hier weniger als 512 Dirt. Dann schaltet der hier ein und wir bekommen von unserem anderen Lager überall Blight Energistik die Rohstoffe. Geht jetzt auch mit Logistik-Pipe oder Deserec. Ist ganz egal. Aber so finde ich das mal eine coole Sache. Gut, dann war es das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Also ciao Leute, bis dann.